willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mal wieder ein Rezept aus dem Hause McDonald's. Und zwar machen wir passend zu meinem letzten Video einen McMuffin Bacon and Egg. Also einen englischen Muffin belegt mit knusprigem Bacon und einem runden Spiegelei. Dafür als erstes eine Pfanne ohne Öl oder Fett erhitzen, den Frühstücksspeck in die Pfanne geben und jetzt von beiden Seiten braun und knusprig anbraten. Sobald der Bacon fertig ist, aus der Pfanne heben und auf etwas Küchenpapier abtropfen lassen. Als nächstes die englischen Muffins einmal mittig halbieren und jetzt auf den Schnittseiten im Speckfett goldbraun anrösten. Wenn die Muffins dann goldbraun sind, aus der Pfanne heben, bis zum Anrichten zur Seite legen und zum Schluss kümmern wir uns um das Ei. Dafür als erstes die Pfanne einmal kurz auswischen, dann ein kleines Stück Butter in die Pfanne geben, bei mittlerer Hitze erwärmen und sobald die Butter geschmolzen ist, so einen Dessertring oder runden Ausstecher in die Pfanne stellen. Den habe ich vorher von innen ebenfalls etwas mit Butter eingefettet. Und jetzt das Ei in den Ring schlagen, dann einen kleinen Schluck Wasser in die Pfanne gießen und einen Deckel auf die Pfanne setzen. Durch den entstehenden Dampf stockt das Ei auch von oben gleichmäßig und nach etwa 2 Minuten sollte das Ei fertig sein. Dann den Deckel abnehmen, außerdem den Dessertring mit einer Zange entfernen und das Ei aus der Pfanne heben. Danach können wir den Frühstücksburger zusammenbauen. Als erstes eine Scheibe Schmelzkäse auf die Muffin-Unterseite geben, dann das Ei, anschließend mit etwas Salz und Pfeffer würzen. Danach 2 Scheiben Speck und zum Schluss die Muffin-Oberhälfte. Das war's. So sieht der fertige McMuffin dann aus. Wenn euch das mit dem runden Ei zu aufwendig ist oder ihr so einen Dessertring nicht habt, könnt ihr die Eier natürlich auch einfach in die Pfanne schlagen und einfache Spiegeleier braten. Das ist geschmacklich genau das Gleiche. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.